Ich glaube, dass der Weltcup in Sapporo für mich das größte Ereignis bisher war, was einfach meine Karriere so gemacht hat, wie es jetzt ist. Beziehungsweise das war eigentlich so der große Start. Also das war mein erster Weltcup-Sieg. Eigentlich in einer Saison, wo ich, also ich bin Top 10 gekupft, aber ich war halt eigentlich echt ein Newcomer und keiner hat mich kennt. Und ab dem Moment ist dann eigentlich steil bergauf gegangen. Ich möchte Menschen vor allem weitergeben, dass sie einfach das machen, was sie gerne machen. Beziehungsweise einfach Ziele setzen und Träume verfolgen, weil ich glaube, das motiviert einen jeden Tag voll motiviert aufzustehen. Und da hat man so eine Leidenschaft und einfach den Tag quasi voll auszunutzen. Und das kann irgendwie was. Ich glaube, es braucht vor allem, dass ich mir selber nicht allzu viel Druck mache, dass es dann schon klappen könnte. Also in dem Moment war ich eigentlich sehr gut drauf, aber dann zu den Wettkämpfen habe ich einfach so viele Erwartungen von mir selber gehabt, dass es dann irgendwie nicht aufgegangen ist. Also ich glaube, dass ich einfach auf die Sachen konzentrieren muss, die ich kann und dann einfach auf das vertrauen. Ich würde vor allem, um den Sport weiterhin zu pushen, viele Wettkämpfe auf die Großschanze verlegen. Ansonsten einfach, dass viele Mädels anfangen und dass viel Nachwuchs kommt, weil dann wird die Dichte auch einfach knapper und enger und dann entwickelt sich das Damen-Skispringen einfach noch mehr und ich glaube, dass es dann einfach von selber geht. Also ich bin vor allem stolz auf, dass ich einfach das mache, was ich gern machen wollte und einfach schon sehr weit bin und eigentlich schon einen ziemlich guten Weg hinter mir habe. Ein Traum, den ich unbedingt machen will, einfach das Leben genießen. Also ich würde gern reisen. Ich würde einfach gern auf dieser Welt hinterlassen, dass man seine Träume verfolgt und einfach immer weitermacht. Auch wenn es nicht immer bergauf geht, es geht auch mal bergab. Und das würde ich gern Menschen weitergeben.